Etta Fromina Winster, Emile Bopo eine Swinger. Ihr kennt es selber, es gibt zwei Seiten, so wie die Leute euch sehen und so wie ihr euch selbst reflektiert und selbst sieht. Und bei mir ist es immer schon so gewesen, also nicht schon immer, aber lange so gewesen, dass immer alle sagen, Samira, du bist so selbstbewusst. Und ich bin dann daheim und denke mir, ich bin gar nicht so selbstbewusst, ne? Und ich habe mich dann immer mal so hingesetzt, also ich habe dann immer meine Gedanken schweifen lassen und einfach so überlegt, weil ich war dann auch immer so verwirrt, bin ich wirklich selbstbewusst oder bin ich es nicht? Und dann habe ich es herausgefunden, fake it till you make it. Ich erzähle euch jetzt ein bisschen was von meiner Kindheit, ja? Ich bin eigentlich eine Person, ein Kind gewesen, was sehr für sich selbst war, aber ich habe auch viel geredet. Es gab so eine Zeit, wo ich sehr, sehr viel geredet habe. Ich erinnere mich noch, mein Papa hat dann damals auch gesagt, ich nehme einen Teser und klebe es dir auf den Mund, damit du nicht mehr so viel redest. War ein aufgewecktes Kind, so daheim und vor allem halt in meiner Umgebung mit Leuten, die ich kenne. Aber wenn ich dann fremde Leute gesehen habe, war ich schon so eher zurückhaltend und so. Also ich konnte, es war immer so, mal heute bin ich so, heute bin ich so, ne? Heute bin ich so, morgen bin ich anders. Keine Ahnung. Es kam halt bei mir immer drauf an, wie der Gegenüber auf mich zugetreten ist. Also ich habe nicht so wirklich den ersten Schritt immer gemacht, als ich noch jünger war. Aber ich kann euch ein bisschen was erzählen. Und ich habe einen älteren Bruder, mit dem habe ich 4 Jahre Altersunterschied. Also er ist älter als ich. Und es war so, er war so mein Schutz, ne? Also ich bin in die erste Klasse gekommen. Ich war 3-mal in der ersten Klasse übrigens. Ab die erste Klasse begonnen ganz normal als 6-Jähriger. Und mitten im Schuljahr sind wir umgezogen in eine andere Stadtviertel. Und da musste, bin ich mitten im Jahr nochmal in eine erste Klasse gekommen. Und ja, dann bin ich sitzen geblieben, weil meine Deutschkenntnisse zu schlecht waren, um in die 2. Klasse zu kommen, keine Ahnung. Und musste dann nochmal die 1. Klasse nochmal wiederholen. Und das Ding war, in der 2., also in der 2. 1. Klasse, wo ich dann war, da war ich mega schüchtern und habe einfach nicht viel geredet. Ich glaube, deswegen hat meine Lehrerin entschieden, dass ich sitzen bleibe. Das war einfach so, weil es ist halt was passiert. Mein Bruder war halt nicht mehr mit uns. Also der hat dann eine Zeit lang nicht mehr bei uns gelebt, weil der ist dann ins Kinderheim gekommen. Das ist eine andere Story. Ist auch nicht meine Story, ne? Also er ist ins Heim gekommen und er war halt immer so mein Bruder halt. Er war halt immer da und so. Und dann gab es halt dieses, auf einmal, ich war kein Einzelkind mehr. Wir haben ihn oft besucht, aber er war nicht daheim. Und er war nicht da einfach und da war ich halt sehr für mich allein und sehr schüchtern und so. Dann musste ich nochmal die 1. Klasse wiederholen und dachte mir, hey, komm, mach das Beste daraus, du startest jetzt richtig neu, du kennst die Leute, also du lernst die Leute auch kennen, die kennen auch niemanden und so, also die neue 1. Klasse und wir machen das jetzt einfach. Und mein Vorteil war, dass ich halt eh schon auf der Schule gewesen bin, musste es halt nur nochmal wiederholen. Und die fangen halt erst gerade neu an. Also die sind auch gerade neu erst auf die Schule gekommen und so. Und deswegen war ich so schon recht selbstbewusst. Ich war offen. Ja, nach einer Zeit ist dann mein Bruder auch auf die Schule gekommen. Und der war halt dann in der 4. oder in der 5. Ich glaube, in der 5. war das. Und ich hatte keine Probleme mehr. Also ich war dann wirklich richtig, richtig selbstbewusst. Ich habe mich eigentlich hinter meinem Bruder versteckt, weil mein Bruder war schon ein sehr selbstbewusster Mensch. Er hat sich gewehrt, sagen wir so. Mein Bruder hat sich gewehrt. Wenn jemand ihm was getan hat, dann hat das halt geklärt und so und alle kannten ihn und alle hatten sehr großen Respekt vor meinem Bruder und dadurch hatten auch viele Respekt vor mir, beziehungsweise nicht Respekt, sondern haben mich einfach in Ruhe gelassen. Die haben einfach gesagt, hey, okay, das ist Abduls kleine Schwester und das ist Abdul, der ist so, ne, und wir lassen die kleine Schwester in Ruhe. Übrigens, das war dann mein Stempel fürs Leben. Abduls kleine Schwester. Die Leute wussten nicht mal, wie ich heiße, außer es war mein Freund, meine Freundin oder ihr wisst, was ich meine, aber die alle rundherum, die in unserer Schule sind und mich halt jetzt nicht näher kannten, haben mich nur Abduls kleine Schwester genannt. Und keiner hat sich gegen mich angelegt und ich habe es halt richtig genossen. So like, ja, meine Schulzeit war schön, meine Grundschulzeit, bis zu einem Tag, da gab es 2 Mädels, ja. Ich habe schon öfters gemerkt, ja, die schauen mich immer komisch an oder die tuscheln immer hinter mir. Die waren auch älter als ich. Also die waren mit meinem Bruder in der gleichen Jahrgangsstufe.
und die tuscheln immer oder die eine lacht mich immer aus und so, aber ich habe es nie wirklich so krass als Mobbing wahrgenommen, also Ärgern, früher hieß es Ärgern, früher gab es das Wort Mobbing jetzt noch nicht und habe halt trotzdem so mein Ding gemacht und so, so Seilspringen, was man halt so in der Grundschule macht und bis zu einem Tag, wo die mich mit Lebensmitteln beschmissen haben, also ich glaube es waren Erdnüsse, ja, wollten mich dann ärgern und hat dann einfach nach mir Sachen beworfen. Ich habe es gar nicht verstanden, wieso und weshalb, was habe ich denen getan und warum Lebensmittel. Es gab schon immer so mal, die einen sagen, ja, Affe oder so, solche kleinen Sachen und so, aber das hat mir nie wirklich was gemacht und ich habe das halt nie richtig ernst genommen. Ich habe halt einfach gesagt, ja gut, solange mich niemand schlägt, bitte, ist alles in Ordnung, ja. Und ich glaube, ich war schon da auch schon ein bisschen tough genug. Wie gesagt, ich habe ja meinen Bruder auf derselben Schule und ich konnte schon irgendwie mich ein bisschen wehren. Bis zu dem Tag, wo die mich nach Essen beschmissen haben und ich dann angefangen habe zu weinen, also ich habe wirklich geweint, weil ich bin ein sehr, sehr, sehr sensibler Mensch schon immer gewesen. Bei mir geht es schnell, es kann die kleinste Kleinigkeit sein und ich fange an zu weinen. Und mein Bruder kam dann und so sagte, ja, hey Samira, was ist los und so. Und ich habe gesagt, ja, die haben mich nach Essen beschmissen und mein Bruder hat es dann auf seine Art und Weise geklärt. Es sei mal dahingestellt, ob seine Reaktion okay war, aber er hat sie dann in einen Müllcontainer geworfen, ja, also einfach so genommen und dann rein. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt da wirklich nötig gewesen war, wäre, aber so war es halt dann. Und nach diesem Tag haben die mich halt in Ruhe gelassen und haben einen großen Bogen um mich gemacht. Ich habe mich dann gefühlt, also ich habe dann gesehen, okay, mein Bruder ist da, mein Bruder macht was, wenn was passiert. Und ich hatte eine sehr, sehr, sehr schöne Grundschulzeit in der Schule dann gehabt, bis mein Bruder dann gegangen ist. Bin ich dann auch so ein bisschen in die Pubertät gekommen. Das war dann 5. oder 6. Klasse. Mein Bruder hat dann die Schule gewechselt. Und ja, ich war dann da. Man kannte mich trotzdem. Also es hat sich trotzdem nicht wirklich jemand mit mir angelegt. Wie gesagt, das ganze Viertel kannte meinen Bruder. Das ganze Viertel kannte mich als absolut kleine Schwester. Und es ist mir dann auf dieser Schule nichts mehr passiert. So, dann musste ich halt auf eine weiterführende Schule und meine Eltern haben sich dafür entschieden, dass ich nicht auf die gleiche Schule komme wie mein Bruder, weil seine Schule einen ziemlich schlechten Ruf hatte. Alter, falls du dieses Video siehst, you know. Ich bin dann in eine andere Schule gekommen, wo ich auch mit S-Bahn fahren musste und halt mit Bus und so. Also es war halt etwas weiter weg. Mit der Laura und ihrer jüngeren, also mittleren Schwester. Hinterher dann auch ihre jüngere Schwester auf jeden Fall. Und wir sind dann halt auf die andere Schule gekommen. Ich habe dann einfach gesagt, hey Samira, reiß dich zusammen, du kommst jetzt auf eine neue Schule. Dein Bruder ist nicht da, keiner kennt dich, es ist ein anderes Viertel. Fake it till you make it, ja. Also ich habe mir dann so ein Selbstbewusstsein einfach aufgebaut. Ich muss sagen, ich glaube, ich habe halt immer noch diesen Schutz von meinem Bruder gehabt. Selbst wenn auf der anderen Schule mir was passiert, er ist trotzdem da. Ich habe einen großen Bruder, der klärt das so, ne? Und das war halt so mein Schutzschild dauernd. Und ja, dann bin ich auf die Schule gekommen, habe es halt gleich rausgerissen am ersten Tag, habe mich richtig krass angezogen, so like, we don't play with this girl. Jeder bleibt in seiner Ecke, obwohl ich wirklich eingeschüchtert trotzdem war. Aber ich musste spielen, dass ich richtig selbstbewusst bin. Und war es einfach nicht. Leute, wenn ich in eine Klasse komme oder wenn ich... Kennt ihr diese Vorstellungsrunden? Ich hasse das. Bei mir fängt es richtig an, meine Stimme fängt an zu zittern. Mir wird richtig warm, wenn ich mich irgendwo vorstellen muss, egal wo. Vor einem großen Publikum vor allem. Mir wird richtig so, ich kann es nicht richtig erklären, aber ich habe Herzklopfen und ich muss wirklich sagen, manchmal bekomme ich auch Tränen. Also meine Augen werden schon wässrig, weil ich es einfach nicht will. Ja? Ich weiß noch, bei meiner besten Freundin, ihrer Hochzeit, musste ich am Ende eine Rede halten. Ich wollte es nicht und ich habe angefangen zu weinen einfach, weil ich es nicht wollte und es war mir einfach unangenehm und so bin ich. Dann war ich auf der Schule und ich war halt auf mich allein gelassen. So. Klar, ich hatte meine Freunde und ich war auch nicht wirklich der Mensch, der irgendwie auf einer Seite war. Ich war mit denen, die nicht so stark waren, die etwas schwächeren. Ich war aber auch cool mit den Coolen
Und ich war halt immer so dieser neutrale Punkt, ne? Also wenn die Coolen ein bisschen zu krass zu den Schwächeren waren, dann habe ich mich dafür eingesetzt, dass die es sein lassen. Die Coolen haben mich respektiert, die Schwächeren haben mich respektiert, weil ich halt einfach dieser neutrale Punkt in dieser Klasse war. Und so ging dann halt sozusagen meine Pubertät, meine Erwachsenwerdzeit weiter. Es gab dann schon zwei, drei Situationen in der Schule, wo ich auf mich allein gesetzt war. Ich habe mich auch zweimal, glaube ich, fast gehauen oder sogar gehauen, worauf ich nicht stolz bin, aber es war einfach dieses, ich musste mein Selbstbewusstsein einfach faken und ich musste mir ein Schutzschild bauen und ich musste einfach so, ich musste stark sein, ich habe einfach keine andere Wahl. Und so war es dann halt die ganze Zeit. Und so hat sich mein Selbstbewusstsein auf mich geprägt, sozusagen. Ich bin schon offen, ich bin ein offener Mensch. Aber manchmal ist es mir auch so, als Beispiel, wenn einer von euch mich auf der Straße sieht, ja. Es kommt immer drauf an. Also es kommt wirklich drauf an. Manchmal sage ich dann, hey cool, danke, dass du mich angesprochen hast und so. Und bei manchen, wenn ich dann zum Beispiel länger mit denen abhängen muss, also was heißt abhängen muss, muss halt wirklich warm mit einem Menschen werden und so. Und ich chill erstmal, ne, wenn ich jemanden sehe, ich chill erstmal, check erstmal die Lage, ob ich mich wohlfühle, ob ich so eine Komfortzone aufbauen kann. Und wenn ich das dann gemacht habe, dann komme ich schon über, also dann bin ich dann schon, hey, yo und so. Aber zuallererst, wenn man mich sieht, dann sagt man schon, hey, die ist gar nicht so selbstbewusst wie in den Videos. Übrigens, ich sitze ja nur hier und spreche in eine Kamera rein. Deswegen wirkt das immer so mega selbstbewusst. Oder auf Snapchat, das wirkt auch immer so mega selbstbewusst. Aber ich stehe nicht vor euch, versteht ihr? Und die Leute, die mich kennen, so auch live und so, die ich schon öfters so getroffen habe, ne? Bei denen bin ich auch, so wie ich jetzt gerade hier sitze und rede, so bin ich auch in echt, ne? Aber bei manchen Situationen ist es mir halt unangenehm. Aber was ein ganz, ganz, ganz hilfreicher, großer Punkt ist, ist fake it till you make it. Bau einfach dein Selbstbewusstsein. Rede es dir einfach ein, dass du selbstbewusst bist. Ja, habe ich einmal geschrieben, ich bin selbstbewusst. Habe einfach gesagt, ich bin selbstbewusst. Aber ich bin es nicht. Aber die Leute, so oft du das sagst, denken die, hey, die ist selbstbewusst. Und dann, und du selber vor allem, du selber, ja, musst das fühlen und musst das dir einreden, dass du selbstbewusst bist. Und dann baust du dir einfach diese Mauer auf, dieses fette Selbstbewusstsein-Mauer auf. Ich habe so auf Selbstbewusstsein gesagt, oder selbstbewusst, ich habe keine Ahnung. Also deswegen hatte ich einfach keine andere Möglichkeit gehabt, als es zu spielen, dass ich selbstbewusst bin und es mir einzureden, hey, du bist selbstbewusst. Und dadurch habe ich mir diese durchsichtige Mauer aufgebaut. Ich bin selbstbewusst. Was mir auch sehr geholfen hat, ist, dass die Leute gesagt haben, Samira ist selbstbewusst. Ich will dieses Video gar nicht so lange halten. Es gibt noch ein paar Sachen, die ich ausbauen möchte in diesem Thematik. Und wenn ihr Interesse daran habt, schreibt es mir. Ich muss das wissen. Und dann mache ich das auch. Dann wünsche ich euch noch einen schönen, schönen, schönen Tag. Und bis zum nächsten Video. Ja. Ciao. Настоящая ты не явная, великая сила.